Moinsen Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten Wochenendprojekt. Hier ist Final Fantasy 2. Gemacht von Square Enix. KKG, bla bla bla. Das Ganze wurde 1988, wie es da unten auch steht, erstmals gemacht und dann 2004 nochmal neu aufgelegt für den GBA. Und wir spielen natürlich die GBA-Version. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal ein neues Spiel. Wir haben ja wieder vier Charaktere zur Auswahl. Firion, Maria, Guy und Leon. Die ersten drei, deren Namen werde ich lassen. Von dem letzten, den werde ich ändern. Und zwar in den meinigen. Ich fand dieses T irgendwie ganz cool, deshalb nehme ich das jetzt einfach mal. Ist doch irgendwas, was wie ein H aussieht? Nee. Dann halt nicht. Da. Und ab dafür. Eine lange Ära des Friedens. Geht zu Ende. Monsterhorden, die der Imperator Palmikias aus den... fallen über die Länderstädte dieser Welt her. Irgendwelche Monster halt. Der Eroberungszug des Imperators hat begonnen. Imperator Palpatine oder was? Das Königreich Finn liegt jüngst in einer erbitterten Schlacht. Viel jüngst in einer erbitterten Schlacht. Unter ihrem König formieren sich die Soldaten des Königreichs in der Stadt. Altea zu einer Armee von Rebellen. Vier Gefährten aus Finn, deren Eltern in der Schlacht ums Leben kamen, sind auf der Flucht. So, da sind wir im ersten Kampf. Den wir übrigens wunderbar gewinnen können. Und so. Plötsch. Derp derp. Gehört natürlich zur Story. Warum auch nicht? Wird er überleben? Minu? Okay. Das wird der Hoheit. Ich spüre die starke Lebenskraft, die von ihm ausgeht. Er wird bald erwachen. Auf unserer Flucht aus Finnland fanden wir ihn und seine Gefährten. Ihre Wunden waren so tief, dass ich um ihr Leben fürchtete. Sein Leben ist außer Gefahr. Dieser magische Zirkel wird seine Lebenskraft noch verstärken. Er braucht nun etwas Ruhe. Dann bin ich beruhigt. Lass uns der Tagung beiwohnen. Die anderen werden sicherlich schon versammelt sein. Wenn es dem Imperium gelingt, den Zerstörer in Bafusk fertigzustellen, werden sie uns angreifen. Wir können nicht tatenlos zusehen, bis es soweit ist. Wir müssen handeln. Wo bin ich? Und wo sind die anderen? Tot? Maria! Guy! Hallo? Oh Gott, noch eine Frau. Firion, du lebst! Ich hatte schon befürchtet, dass du... Maria, Guy, ich bin so froh, euch zu sehen. Was ist mit Tod? Prinzessin von Finn uns geholfen, Tod nicht bei uns.
Was ist das denn für ein Höhlenmensch? Nicht bei euch? Nun gut, aber macht euch keine Sorgen. Auch er wird es geschafft haben. Plopp, plopp. Und erstmal auf zu der Königin oder Prinzessin oder whatever. Die da. Hilda, richtig. Ich sehe, ihr seid genesen. Wie Minu bereits gesagt, sagte, ihr müsst wirklich eine außerordentliche Lebenskraft besitzen. Haben wir euch unsere Rettung zu verdanken, Hoheit? Unser Dank sei euch gewiss. Mit Verlaub, Hoheit, erlaubt uns, eurer Armee beizutreten. Diesen Wunsch werde ich euch nicht erfüllen. Ihr seid noch jung und unerfahren im Kampf. Ich werde nicht euer Leben riskieren. Geht zurück in eure Heimat. Unsere Heimat? Unsere Heimat? Unsere Heimat wurde von der kaiserlichen Armee völlig zerstört. Selbst unsere Eltern haben wir im Kampf verloren. Ich verstehe euren Schmerz und euren Zorn, doch es ändert nichts an meiner Entscheidung. Ich kann nicht leichtsinnig euer Leben aufs Spiel setzen. Lasst euch hier in Altea nieder, wenn ihr eurer Heimat beraubt wurdet. Unser Kennwort lautet Wildrose. Behaltet es gut, denn es wird euch das Leben wieder vereinfachen. Hier vereinfachen. So, jetzt kommt schon mal ein neues System, und zwar Prüfen, Lernen, Items. Prüfen und Items können wir im Moment noch nicht machen, aber wir können das Wörtchen lernen. So. Und dann können wir selbiges Wort prüfen, um nachzufragen, was das ist. Die Wildrose ist das königliche Wappen von Finn. Sie ist das Zeichen unserer Hoffnung und unseres Wunsches nach einer friedlichen und prosperierenden Zukunft. Ich hoffe, das Wort war jetzt richtig. Doch ich bin um die Zukunft Finns besorgt. Ich höre, dass die Bewohner von Finn als Gefangene des imperialen Heers Höllenqualen durchstehen müssen. Bäh. Hallo Popschutz, na was geht? Full in die Fresse. Durchstehen müssen. Dein älterer Bruder, Tod, gilt ebenfalls als vermisst, nicht wahr, Maria? Womöglich wird er in Finn festgehalten, doch ist Finn mittlerweile zu einem Hort für Monster geworden. Dem Weißmagier zu meiner Rechten habt ihr es zu verdanken, dass ihr so schnell wieder genesen seid. Sein Name ist Minu. Er wird euch ebenso Auskunft geben können. Okay. Gut, gut, gut. Hallo Minu, na was geht? Ich sehe klar und deutlich, wie sich unsere Schicksalswege kreuzen. Geht nach Finn, dies wird der erste Schritt sein, um euer Schicksal zu erfüllen. Okay. Gut, gut, gut. So, in diesem Schloss hier gibt es sonst nicht mehr viel. Wir könnten uns jetzt, das hier sind quasi die Tutorial-Kreise, wir können uns jetzt von denen das Spiel erklären lassen. Aber das brauchen wir nicht, denn das kann ich auch selber erklären. Brauchen wir nicht großartig irgendwen fragen. Und ja, was wir noch mitnehmen wollen, ist er hier, der König. Denn er hat einen interessanten Dialog. Ein Pfeil traf mich in meiner letzten Schlacht in mein Gesäß. Ich fürchte auch, ein König kann dem Alter nicht entfliehen. Hilda hat meinen Platz eingenommen, fragt sie. Ja. Ja, sich wohl zu früh umgedreht, der Kerl. So. Hier ist nichts mehr. Also, normalerweise würden wir so laufen, wenn wir die B-Taste drücken, können wir sprinten. Mehr oder minder. Da ist eine Kiste, die wir mitnehmen wollen. Und zwar ist da eine Potion. So, ansonsten gibt es in diesem Schloss nichts mehr zu holen. Das heißt, wir gehen raus. Und schauen uns Altea ein wenig an. Wir haben hier einen Laden für Heilgegenstände. Dann haben wir hier, ja, ein Wiederbelebungsschrein. Das wollte ich noch nicht. Na toll, jetzt bin ich wieder. Ach, der Gagelwagel. Ein Schilddingens, also ein Rüstungsladen, ein Angriff, ein Waffenladen und einen Magieladen. So, wir haben. Das sieht sehr merkwürdig aus gerade. Soll das jetzt bedeuten, dass die bis dahin im Gras stehen oder so? Egal. Ja, wir
müssen die ganzen Zauber wohl oder übel mitnehmen, weil wir sie definitiv brauchen werden. Und da wir nur 400 Gil haben, muss ich dafür erstmal ein bisschen trainieren. Was wir aber schon mal machen können, ist hier im Rüstungsladen was kaufen. Und zwar für jeden jeweils einen Lederhut und Lederhandschuhe. So, die können wir auch schon mal ausrüsten. Plopp und plopp und plopp. Und plopp. Und plopp. Und plopp. So. Ich denke mal, das hier. Das Menü kennt man ja schon von Final Fantasy 1, falls man es gesehen hat. Items, Magie. Haben wir noch nicht. Rüsten. Haben wir gerade gemacht. Status. Können wir uns über den aktuellen Status informieren? Und da sieht man schon. Die verschiedenen Stufen. Und ja, das wird noch ziemlich wichtig werden, aber da sage ich erstmal noch nichts zu. Die Formation heißt, dass wir, also Maria zum Beispiel ist so ein Stückchen weiter rechts, das heißt, dass sie hinten steht im Kampf, kriegt also weniger Schaden, kann aber auch mehr, weniger Nahkampfschaden austeilen, aber da sie sowieso eine Fernkämpferin mit einem Bogen ist, ist das unwichtig. Begriffe, ja. Haben wir unsere Begriffe, die wir bisher gelernt haben. Ihr seht schon, das wird häufiger genutzt werden. Optionen, ne, kennt man ja. Moment, heißt das, dass wir dann automatisch... Ha, sehr schön. Was? Ach Gott, nee. Kleiner ist die Zahl, desto schneller der Textlauf. Ja, ich lasse ihn mal so, wenn ich das vorlesen möchte. Fensterfarbe. Ach Gott, nein. Wohl. Ja, so ein bisschen hellblau. Achso, jetzt hat er das nicht gespeichert. Wie habe ich das jetzt gemacht? So. Aber so. So. Monsterfibel, da sehen wir halt die Monster, die wir bisher getroffen haben. Wir haben bisher noch kein einziges getroffen. Von daher ist das auch relativ unwichtig. Sprachauswahl. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Speichern ist auch klar, denke ich. Machen wir mal eben. So. Dann gehen wir noch kurz in den Kampf. Und dann würde ich sagen, beenden wir schon den ersten Part. Bis zum nächsten Part werde ich hier ein wenig leveln. Achso, das habe ich jetzt noch gar nicht erklärt, ne? Ja, komm. Machen wir das noch eben. So. Wir kämpfen hier gegen Goblins. Und was dabei wichtig ist, erstmal ist Guy unser stärkster Nahkämpfer und Maria definitiv prädestiniert für Bogen bzw. Fernkampf. Und außerdem, wenn wir jetzt in die Statik gucken, sehen wir, dass die Stufen hochgegangen sind. Ja. Diese Stufen zeigen an, wann wir mit, ja, also wir können die Waffen aufleveln quasi. Und wenn wir das tun, dann werden die Charakter mit dieser Waffe stärker. Das heißt, ich will jetzt noch eine andere Waffe kaufen gehen. Für Mr. Wer ist der Kerl? Firion. Weil den hätte ich gerne auf Doppelmesser. Eigentlich. So. Der sieht mir irgendwie so nach Dieb aus. Ja, das ist jetzt ungefähr, warte mal, 6 Schadenspunkte, so machen wir 9. Ist schon besser. So, und dann werde ich das nächste Mal einfach mal leveln, bis zum nächsten Mal einfach mal leveln, damit wir uns hier alles kaufen können. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö, tschö.